Hallo, meine Bügelbretter, hier ist wieder der Wu. Diesmal mit der Pro League, nicht mit dem Newsflash. Wir haben die Fifth Round schon live auf Train. Die ESL gibt mir nicht genug Zeit, überhaupt die Trailer korrekt alle abzuspielen. Beziehungsweise diesmal habe ich es geschafft, aber nur, weil ich sie sofort durchgeballert habe, nachdem ich Trinken geholt hatte. Aber genug der Ausreden. Lasst uns beginnen. Godsend auf Train auf der CT-Seite. Envy natürlich auf der T-Seite. Und wir kriegen auch noch gleich Sound vom Game. Da ist er schon. Richtig krass, wie ich die Technik dominiere. APK versucht auch den Spot zu dominieren. Von oben rennt er schon rein. Twist ist low. Aber er hat Tunnel Vision. Ein bisschen. Okay, ich habe nichts gesagt. Disco Doppeln fällt. APK mit den beiden Impact Frags. Jetzt ist Scream noch zur Stelle. Wow, Envy rennt einfach rein. Schaut sie euch an. Wie eine Traube von Menschen. Aber sie schießen nicht mehr um. Schneider und Dennis sind diejenigen mit den Kills. Two und two. Jetzt ist es Zeit für Envy wieder ein bisschen zurückzuziehen. Aber Sixer kann das nicht tun. Er ist zu weit drinnen. Manchmal kann man nicht mehr raus, weil man zu tief drin steckt. Ich glaube, das kennt jeder von euch irgendwann mal selber. Dennis ohne Armor gegen XMS. Die Bombe tickt zu schnell. Dennis hat keine Chance mehr und muss weggehen. Envy mit einer krassen Piste. Also so viel Druck, so viel Gas. Franzosen mit dem 1 zu 0. Kann man auf dem B-Spot aber immer wieder gut machen in der Piste, wenn man reinkommt. Einer rennt gleich durch, versucht hier hinzukommen. Wenn man in diesem Bereich steht, hat man eigentlich von hier nie Probleme. Und die kommen von da. Die können aber auch von oben noch mit abgeaimt werden. Und wenn sie von hier kommen, können sie dich nicht killen, weil da ist ja der Zug dazwischen. Also hier reinzukommen in der Pistole oder in egal welche Runde, die du auf B spielst, ist super wertvoll. Wenn deine Teammates da noch ein bisschen supporten, ist die Runde schon fast sicher. Außer du schießt vorbei wie ein Bot. Und das hat Envy dann auch getan, zumindest zeitweise. Trotzdem hatten sie schon genug Vorarbeit geleistet, um die Runde zu gewinnen. XMS und APK sind auf der Suche nach Frags in den Brown Horse. Vielleicht tut Dennis APK den Gefallen und wie ihr selber gesehen habt, ist das auch der Fall gewesen. Disco also alleine auf dem Baseboard, jetzt kommt der Support schon von Freddy B mit der Deagle. Disco muss aber mindestens einen Frag machen, das tut er, aber dann geht er down. Und das gleiche Schicksal ereilt sein Teammate. Es ist ein 2 gegen 3. Twist und Schneider, langjährige Teammates, in allen möglichen Teams zusammengespielt. Die beiden sind fast unzertrennbar. Und jetzt spielen sie zu zweit den Retick aus. Ich wäre an Envias Stelle noch ein bisschen ängstlich, aber sie haben 3 Mollys und Godsend hat keine Smoke. Eher unwahrscheinlich, dass die CTs defusen auch ohne Kit. Twist wird dann auch relativ leicht rausgeholt von APK und Schneider muss die CZ und natürlich, eigentlich viel wichtiger, sein Armor saven. Das wird ihm von Envy auch erlaubt. Ich glaube, an Envyas Stelle will man gegen eine CZ nicht unbedingt mit so Low HP reingehen. Und die dritte Runde wird natürlich viel schwächer für Godsend noch sein als die vorherige. Kein Armor, außer bei Schneider, der es gesaved hat oder der ihn gesaved hat. Je nachdem, wie ihr den Artikel wählt. Ist bei Anglizismen ja immer ein bisschen schwer. Und ich finde, der Armor, da könnte man dann denken, das ist der Gott der Liebe. Und den hat er ja nicht gesaved. Langsamer Start in die Runde. Wie erwartet, will APK keinen Fehler machen. Aber er rutscht irgendwie dann doch noch durch und Schneider rutscht noch durch und macht den Kill gegen APK. Dann wird er selbstverständlich getradet, aber das war's schon. Also ich meine, die haben gerade 2000 Dollar verloren bei Envy. Oder ein bisschen mehr sogar. Und Happy schmeißt auch noch was weg. Ja, das ist nicht gerade sehr diszipliniert, was Envy spielt. Okay, der erste Kill war einfach unglücklich. Aber Happy hätte nicht sterben müssen. Hängt da viel zu lange gegen die USP ab. Jetzt kommt Scream wieder zurück in die Runde. Bombe tickt ja eh schon. Godsend hätte wahrscheinlich den Defuse eh gar nicht versucht. Aber jetzt wollen sie eben noch ein paar Exit-Frags machen. Gut von XMS gestanden.
Fürst oben auf dem Zug auch keine Chance mehr. 3:0 für Envias. Gott sind mit der ersten Ave in der Hand von Twist. Dennis nimmt sich gleich eine zweite mit. Twist ist ultra stark mit der Ave. War für mich so der, ja, sagen auch immer wieder viele Leute, Twist zu NIP, Twist zu Fnatic und so weiter und so fort. Aber er will nicht. Er spielt lieber mit Freunden, er spielt lieber in einem entspannten Verhältnis. Deswegen sind Schneider und er auch so lange nicht in die top-schwedische Szene eingerückt, weil sie einfach lieber mit ihren alten Kumpels gespielt haben. Und jetzt geht's schnell auf den Spot. Das war unerwartet für Godsend, aber auch unerwartet sind die beiden Kills von Dennis. Gute Performance, hält es am Leben für sein Team. XMS hat 6 HP noch. Happy deckt ihn, während er plantet. Der Plant geht auch durch. 1 HP noch. XMS mit 99 Damage received. Happy wird versuchen, ihn so gut wie möglich zu supporten, aber XMS ist jetzt eben einfach nur der Zeitsparer. Er versucht, so viel wie möglich Zeit rauszuholen, dann kommt Happy erst in Aktion oder wollte erst in Aktion treten. Leider wird er von Dennis abgeaimt und das ist der 3. Kill für ihn in der Runde. 3:1. Godsend versucht jetzt wieder zurückzukommen ins Spiel. Gut, gut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das Mikro hört sich relativ laut an und empfindlich, finde ich. Okay, die Gerüchteküche brodelt im Chat. Egal. Keine wirkliche Pause. Obwohl Godsend temporär zu viert war. Rage Quit, sage ich jetzt mal einfach. Get down, quitted das Game. Kleines Geplänkel an Ivy resultiert nicht in irgendwelchen Frags und auch nicht in irgendwelchen Damage. Freddy steht am Pop-Dog, schöne Flash. Bringt aber auch nichts. Es wird der B-Spot. Und da ist XMS schon unten an der Rampe. Oh, Disco. Was macht er? Er versucht sich zurückzuziehen. Wird nicht leicht für ihn, das zu handeln. Super Flash. Scream ist genauso blind wie sein Gegner. Und dann sieht Disco doch ein kleines bisschen früher, wo Scream steht. Es wird wieder so ein chaotischer Exchange zwischen den beiden Teams. 2 gegen 3. Jetzt kommt der Backstabber noch. Happy ist auch noch irgendwo am Start. Oh, Dennis hat ihn gehört. Dreht sich sofort um. Killt ihn für seinen Step. Das war zu schnell von Happy gedacht. Und zu langsam gemacht. 2 Leute überleben und glücklicherweise für Godsend sind es die beiden AWP-Spieler. Envy gewinnt die Runde nicht, obwohl es eben dieser chaotische B-Exchange war in dieser Area. Wie ich vorhin gesagt habe, Envy wird wiederholt versuchen, sie zu taken. Und solange die CTs nicht näher als so kommen, gibt es auch kein Problem für die Franzosen. Aber es war eben mal wieder nicht so gut ausgeführt, wie es eigentlich gedacht war. Erinnerte mich ein bisschen an die Piste, die ja glimpflich ausging für Envy. Schauen wir mal, ob die Runde glimpflich für Dennis ausgeht. Auf keinen Fall. Ganz schlechter Start für Godsend schon. Die Ave abgegeben an Sixer. Und von allen Waffen willst du Sixer garantiert nicht die Ave geben. Die ziehen sich auch wieder zurück. Happy ist mit der Deagle in Stellung gegangen. Ready pusht das. Aber er checkt die Ecke nicht. Doch. Ah, was? Er hat die Ecke ja nicht mehr gecheckt. Er hat da die Wand angeschaut. Ganz schlechter Start für Godsend. Wenn jetzt die Runde mal nicht flöten geht. Und selbst wenn nicht, dann ist es trotzdem noch super teuer geworden. Also ich erwarte mindestens noch einen weiteren Kill von Envy. Und das in der Safe Round. Schneider hofft, dass sie ihm reinspringen. Das wird nicht passieren. Happy ist auch schon am Spot durch. Schau, diesen godlike Lurk. Eigentlich nie so ein Fan von Happys Lurks, aber die beiden in den letzten Runden waren echt gut gemacht. Auch wenn er den einen Step zu viel gemacht hat gegen Dennis da. Oh, jetzt kommt Schneider in Aktion. Scream fällt da runter. Schwer zu sehen gewesen. Sixer smoked den Popdog ab, die wissen, dass da eine Mac 7 drin steht. Der zieht sich zurück, währenddessen holt sich Twist XMS und Happy ist erfolgreich gegen Disco Doblin. 2 gegen 2. Twist ist nochmal da gegen Happy.
und Sixers alleine. 10 Sekunden auf die Uhr, er plantet wenigstens. Jetzt kommt der Wraparound von Twist. Wow. Fast getroffen. Schneider ist noch im C-Connector. Lässt sich Zeit. Und dann kommt der Flank im genau richtigen Moment, als Sixer Twist gerade gesehen hat und angesetzt hat zum Schuss. Kommt Schneider um die Ecke und gewinnt die Runde für Gortzin. 3:3 mit Ach und Krach. Die Anti-Eco überlebt. Es gab nochmal zwei Plans für Envy. Die haben mehr als genug Geld, um zu kaufen. Und das Geld bei den CTs ist super low. Wo sind eigentlich eure Mütter? Wir haben nur 1000 Zuschauer. Dann sollten eigentlich 2000 sein. Dürft doch gar nicht ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten schauen. Nein, Spaß. Aber holt mal eure Freunde ran. Wir können ruhig noch ein paar mehr Zuschauer vertragen bei der Pro League. Gortzin gegen Envy, wer will sich dieses Top-Match schon entgehen lassen? Ich sicher nicht. Und ihr ja auch nicht. Also vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Freund noch motivieren, es mit euch anzuschauen und euch über mich lustig zu machen. Oder auch über die Spieler. Oder es einfach nur zu genießen. Also ich freue mich, gleich 10 Millionen Zuschauer hier zu begrüßen. Begrüßt haben sich die Teams jetzt auch schon in dieser Runde. Sixer und Dennis haben jeweils einen Anschuss getradet. Und Happy ist schon wieder unterwegs zum MTW. Hat das Dennis Freddy B auf dem Radar? Ja. Dreht sich genau im richtigen Moment um, um Happy ins Gesicht zu schießen. Der fällt vom Stuhl und dann auch noch aus der Runde raus. 5-4 für die Gortzin. RBK campt im Pop-Dog. Die Bombe ist aber in der Main bei Sixer. Und der wird gleich von Freddy B gepusht. Gibt es gleich simultan zwei interessante Exchanges. Und beide gewinnt Envy. Unerwarteterweise schafft Freddy B nicht den Kill zu bekommen. Dennis also mit 16 HP erstmal alleine am Spot. Disco Doppel rotiert von der Grundlinie. Aber das ist zu spät, um sein Teammate zu retten. Und vor allem auch zu spät, um XMS zu killen. Die Bombe wird gelegt von Sixer. Und Disco Doppel muss sich stark überlegen, ob er das noch probiert. Anscheinend hat er Bock. Aber da lag eine Ave direkt vor ihm. Die CTs haben nicht viel Kohle. Vielleicht hätte es nicht geschadet, wenn er gesaved hätte. Hätte. Und das mit der Goldkette. 4:3 für Envy. Guter Start. Schwerere mittlere. Oder schwerere. Wie nennt man das denn? Die Phase nach der Anfangsphase. Ich sag jetzt mal die Zweitphase, weil es was hakelig für Envy. Aber sie haben immer wieder viele Kills gemacht. Und damit Gortzin nicht erlaubt, Geld anzusparen. Schaut euch dieses Setup an bei den CTs. Da stehen zwei an der Rampe. Einer steht noch lang. Disco Doppel ist aber abgeflogen. Hallo, APK, ich stehe hier. Und die AK ist in den Händen von Disco. Dennis will auch noch mitmischen mit der Max Devin. Oh, easy fragging XMS. Der hat sich den Rücken erstmal kraulen lassen von Dennis Shotgun. Jetzt wird nochmal Reckless reingepusht, ohne Rücksicht auf Verluste. Scream fällt dann auch noch. Schneider ist nachgerückt. Und dann endet es in einem 2:2. Happy fragt sich wahrscheinlich gerade, Leute, was ist denn da oben los, ey? Ich lese den Killfeed und es geht hin und her. Zum Glück für Envy ist es nicht außer Kontrolle geraten. Das gleiche kann man auch für Gortzin sagen, denn die haben eine gute Chance, wieder zurückzukommen. Mit Disco Doppel von hinten. Wow! 180 von Happy. Das ist normalerweise so ein Face-Ding mit ihren Call of Duty-Leuten. Und Sixer schießt Schneider auch über den Haufen. Envy schaut besser aus gerade. 5:3 für die Franzosen. Safe für Gortzin, also wahrscheinlich ein 6:3. Ach so, ihr habt alle gar keine Freunde. Mist, euch geht's wie mir. Zeit für euch nach Berlin zu kommen und hier zu arbeiten. Ja, das ist als Gamer im Exil immer schwer, wenn man aus seinem ursprünglichen Freundeskreis entrissen wird, in eine andere Stadt zieht. Eieiei, XMS kassiert erstmal ein paar Shots. Ja, dann ist es manchmal nicht so leicht, neue Kumpels zu finden. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich hatte hier schon ein paar. Schon bevor ich hierher gekommen bin. Und das Beste, was man machen kann, wenn man in eine andere Stadt zieht, nehmt eure Freunde einfach mit. Das macht eh viel mehr Bock. Wollte ich nur mal sagen. Safe Round für Gortzin. Müsste eigentlich relativ eindeutig ablaufen, aber man weiß ja nie.
Envy hat jetzt schon relativ viel Schaden in ihren Safe Rounds verursacht. Ich will Godsend das nicht absprechen. Definitiv genug Skill. Und Dennis von Fnatic auch bekommen. Also, why not? Dennis ist immer gut für so ein bisschen Pistol-Stress. Schneider. Da steht der Klaus mit der CZ. Schwere Waffe. Richtig schwer zu handeln. 3 gegen 4. Dennis ist noch oben an der Rampe. Wartet auf seinen Moment. Aber PK hat stärkeres Aim an der AK als Dennis. Schaden mit der USP verteilt. Also Dennis Aim war definitiv on point. Aber die USP braucht eben ein paar Schuss. Und APK hatte genau noch einen Schuss Zeit, Dennis zu killen. Also 6 zu 3 für Envy. Zehn Kills für XMS, 8 für APK, 9 für Dennis und der Rest von dort sind noch mit Problemen ins Spiel zu finden. Vielleicht jetzt die Zeit gekommen, für die Schweden das Spiel in den Griff zu bekommen. Aber es schaut alles andere als danach aus, denn Scream ist schon im MTW. Okay, er wird super gehandelt von ihnen. B-Rush von dem Rest der Envia-Squad. Twist mit der AWP am Bombspot. Wird von oben jetzt dann gleich ange... Ja, das war unglücklich für ihn. Hat er nicht im Fokus gehabt, dass Happy da von oben kommen kann. Und damit ein 4 gegen 3. Disco ist schon sehr weit aufgerückt. Mal sehen, was er auf der Posi macht. Den Refrag zumindest. Oh, aber Sixer steht da noch. Und jetzt hat Godsend keine Smoke mehr, um die beiden Mollys zu countern, die Envy gleich reinschmeißen wird. Schneider versucht oben zu halten, aber die Mollys kommen schon über die Ecke. Disco Doppelin kann nicht defusen, aber wenigstens kann Schneider den Kill machen. Jetzt schmeißt Happy in den nächsten Molly. Und das ist doch wirklich High-Level-Gameplay. Genau so will man sich Counter-Strike, so will man Counter-Strike sehen. Leute, die an einer Posi campen, in der sie nicht gekillt werden können und dann über die Ecke einen Molotow schmeißen, den du außer mit einer Smoke nicht countern kannst. Und der landet so auf der Bombe, dass du nicht defusen kannst. Das ist immer wieder super unglücklich und vor allem meiner Meinung nach antiklimaktisch ohne Ende. Also wenn du in der Piste zum Beispiel einen siehst mit dem Molotow da oben drin, dann weißt du schon, ja geil. Die Runde wird da richtig spannend ausgehen. Andererseits gibt es auch Situationen, die dadurch, dass der Molly und dann eine Smoke zum Beispiel auf den Spot fliegen, sehr spannend werden. Kann man so oder so sehen. Ich bin da eher ein Hardliner und sage, sowas hat im Spiel nichts zu suchen. 7 zu 3 also für Envy. Und die nächste Safe Round für Godsend mit Disco Doppeln am M4. Der hat sogar noch geschossen. Weiß nicht, ob das Absicht war. Glaube eher nicht. XMS hört die Flash, dreht sich sofort um, denkt sich, ja, vielleicht kommt einer. Und das war genau der Plan von Disco Doppelin, dass die Ts da ein bisschen länger warten, bis sie ihren Move machen. Ja, es war definitiv auch antiklimatisch, weil es so cool war. Oh ja, jetzt räumt Happy auf im Ivy. Dennis tradet ihn zwar dann, aber 2 for 1 nimmt man auf jeden Fall mit. Was hat Schneider vor? Ja, er hat in Main nach Frags gesucht, gibt es aber nicht wirklich irgendwen, den er killen hätte können. 2 gegen 4, dank APKs Kill auf dem B-Spot und Envy wird den Plan gleich durchziehen. Sixer steht schon parat, um sie an der Rotation zu hindern. Schneider kann saven gehen. Müsste er nicht. Er kann reingehen. Fast gar. Ich hab den Witz verstanden, auf jeden Fall. Und wieder Doppel-AWP für Godsend. Sie versuchen es wieder und 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 wieder. Bisher gibt ihnen der Erfolg nicht recht. Vielleicht Zeit, sich was anderes zu überlegen, weil sie so immer wieder viel Geld investieren müssen. Außerdem haben sie eben kein Equipment, um Envy zum Beispiel an dem schnellen Argo wirklich zu hindern.
Dann müssen sie es mit den Shots machen. Freddy B macht seinen Job ganz gut. Schneider und Disco Doblin sind auch da. Okay, ich habe nichts gesagt. Wer braucht schon Equipment auf der CT-Seite? Und jeder kriegt einen Kill, bis auf Twist. Der war natürlich am anderen Spot. Gods sind also in der Lage, diesen simplen Argo gut zu decken. Vielleicht hat Envy da auch ein bisschen zu einfach gedacht. Oder vielleicht haben sie auch die die Geldsituation von Godsend falsch interpretiert, dass sie vielleicht weniger hätten, als sie hatten. Glaube ich aber weniger. Mal sehen. Mal sehen, was Godsend jetzt draus macht. Sie brauchen mehr Runden hintereinander. Und Envy hat sofort wieder umgestellt, nachdem der schnelle Go nicht gefruchtet hat. Spielen sie wieder sehr langsam. Und sehr geordnet. XMS, Twist, Easy Kill, Spray dann auch mal paranoid in den Smoke. Kann man mal machen. Vielleicht ist da ja jemand. Hat Scream in den großen C geschossen. Das hat wehgetan auf jeden Fall. Aber ansonsten ist da nichts passiert. Und jetzt wieder wichtig, was XMS hier weiterhin macht an Ivy. Während Happy wieder... Also ich habe ja gesagt, ich bin ein großer Fan jetzt von seinem Train Lurk, den er in den paar letzten Runden gemacht hat. Aber gerade ist es wieder zu offensichtlich. Er fällt immer wieder in so eine Offensichtlichkeit rein. Ich weiß gar nicht warum. Aber schauen wir mal, was seine Teammates so noch machen können. Ah. XMS wird von Freddy geholt. Freddy ist aber abgelenkt. Oh, 180. Habt ihr das gesehen? Wie schnell der sich gezwirbelt hat. Super Runde von Freddy. Der setzt nicht den letzten, aber wenigstens den Assist hat er noch bekommen. 8 zu 5. Godsend schließt auf. Und ich wäre doch stark dafür, dass Happy nicht mehr lurkt, sondern jetzt einfach auch mal ganz normal am Spiel teilnimmt. Ich finde es auch schade, dass Envy so sehr oft den Lurk versteift ist. Man kann schon ein paar Lurk-lastige Runden auch einbauen. Da ist ja nichts dran verkehrt. Kann den Gegner auch verwirren. Aber nicht jede Runde. Nicht jede Runde die gleiche Pose. Der Kistengang-Go wird sehr gut abgefangen von Godsend. Happy steht zwar wieder am MTW. Wenn man ihn sucht, dann findet man ihn garantiert da. Scream in einem Fight mit Twist. Hat noch 2 Schuss. Wird dann gedeckt von Disco Doppeln. Also da ist das Teamplay dann irgendwie auch da. Dauert zwar einen Moment. Beide verschießen. Aber schöner Push. Gleichzeitig mit Disco Doppeln um die Ecke gegangen. Also 8 zu 6. 2 Runden noch. Eine Runde noch und 2, um aufzuschließen. Zum 8 zu 8. Und jetzt gibt's die Autosnipe. Uiuiui. Jetzt übertreiben sie es aber. Jetzt stehen sie auch noch in der gleichen Pose. Heftig. Ja, Twist stellt sich dann doch mal um. Und Disco ist noch alleine an B. Der hat bisher aber nicht so viel Probleme gehabt, das zumindest anfangs zu decken, sodass die Rotation reinkommen konnte. Also habe ich damit auch gar kein Problem, dass er alleine dort steht. Kistengang ist wieder unter Druck. 2 Spieler schon tief reingestellt von Envy. Happy steht hinten, supportet ein bisschen. Einer links, einer rechts. Twist ist einer davon. Regis wird unter Druck gesetzt. Kriegt dann doch noch die CZ raus. Freddy B mit dem Kill gegen XMS. Und dann noch Scream hinterher. Perfekt für Godsend. Aber der Push geht auf den B-Spot. Disco Doppeln, Fake-Shots. Unerwartet, dass sie da von oben kommen. Sixer muss blenden. Die CTs sind schon auf dem Weg und er kann sich nicht länger da auf dem B-Spot behaupten. Jetzt kommt der Schneider durch mit der Autosniper. Sixer hat da Bock, den Fight einzugehen. Mit der AWP vielleicht auch die bessere Waffe dafür. Beide waren One-Shot füreinander. Und dann ist Happy ganz alleine gegen 2. Die sind schon am Defuse dran. Smoke kommt vorsorglich. Oh, Happy hätte fast noch den Frag gemacht. Und Freddy B mit einem 4K in die nächste Halbzeit gestartet. Wow. 8 zu 7. Es bleibt super knapp. Und ich meine, das war doch eine sehr interessante Halbzeit, was auch den Verlauf angeht. Guter Start für Envy. Dann kam Godsend kurz wieder zurück. Dann war
Envy wieder am Drücker und dann hat es Godsend nochmal rumgerissen. Man sieht wirklich am Rundenverlauf, wie die Teams sich gegenseitig countern. Zuerst, also erstmal Pistol ist halt mehr oder weniger 50-50. Es ist immer so eine Sache, wer die Pistol gewinnt. Das kann man nicht wirklich predikten. Aber dann gibt es die erste Waffenrunde. Das ist auch teilweise schwer für die Teams, sich wirklich aufeinander einzustellen. Also ich meine, die Ts sagen dann eben, yo, wir probieren einen A-Execute. Und die CTs sagen, wir versuchen einfach mal Mitte zu halten. Und das passt nicht so gut zusammen, dann kriegt der T den Spot unter Kontrolle, gewinnt die Runde deswegen. Aber in einer anderen Runde sagen die CTs, wir spielen A auf Retake und sie retaken den Spot und dann haben die CTs die Runde gewonnen. Deswegen, erste Waffenrunde ist immer so ein Ding. Bist du nicht sicher, wie gut kommen die Leute mit den Rifles jetzt klar? Und nach der zweiten Rifle-Round weißt du schon so ungefähr, wie ist die Tendenz in dem Match. Aber dann kommt es eben noch oben dazu, dass das verlierende Team ja Informationen über das andere Team sammelt und wie verpacken die dann diese Informationen in erfolgreiche Runden. Das deswegen immer wieder so ein Hin und Her, auch in den Streaks. Zum Beispiel hat Envy ab der sechsten Runde 5 Runden in Folge gewonnen, einfach weil sie Godsend immer wieder überrascht haben. Und Godsend hat dann rausgefunden, warum sie überrascht werden und wie sie das verhindern können und hat dann die letzten 4 Runden gewonnen. Das finde ich immer wieder sehr interessant, wie sich die Teams innerhalb einer Halbzeit gegenseitig ausspielen. Und ich bin natürlich jetzt erst recht gespannt, wie Godsend auf ihrer T-Seite agiert. Ich denke, die Doppel-AWP hat dann am Ende doch noch irgendwie ihren Job getan. Ich glaube aber auch, dass diese schnelle Runde von Envy unnötigerweise reingestreut wurde, damit sie nicht zu einfach vorherzusehen sind. Ich glaube, wenn sie es komplett langsam gehalten hätten, wäre es fast besser gewesen. Weil Godsend wahrscheinlich dann die ganze Zeit denkt, oh, wahrscheinlich kommt jetzt dann gleich eine schnelle Runde, wir müssen aufpassen. Und wenn die schnelle Runde nie kommt, bist du irgendwie trotzdem immer darauf vorbereitet, aber sie kommt nie und diese Vorbereitung ist für die Katz. Zum Beispiel mit Blocknades, Smokes, Flashes, die du verschwendest, ohne sie verschwenden zu müssen. Und die Pistol Round fängt genauso an wie letzte Halbzeit mit einem schnellen Argo. Es sollte doch möglich sein, für Godsend die Bombe jetzt zu legen. Happy ist außerdem schon alleine im 1 gegen 2. 9 HP. Ja, und der kleine Boost hat sich nicht wirklich gelohnt für Envy. Ich hatte erwartet, dass Happy im Falle eines Argos mehr Kills macht, als er getan hat. Jetzt gibt's die Safe Round für Envy und Godsend mit 2 Galils. Eine bei A, eine bei B. Scheint nach einem schnellen Argo wieder auszuschauen. Die sind schon in der Halle, sag ich schon. Im Hof. Und Envy hält sich bedeckt. Sie versuchen jetzt gleich Godsend zu überraschen. Aber die haben zumindest die Eingänge, die Envy gerne benutzen würde, gut abgedeckt. Freddy B. mit einer Galil da oben. Dann haben sie in der Main haben sie Twist. Wow, schöner Shot. Schneider ist der Nächste, der... Oh, fällt gegen XMS. Ach, CZ. Ich habe sie ganz vermisst schon. 3 gegen 4. Dennis hat auch Probleme mit mir. Ey, die Runde könnte entgleisen. Freddy ist plötzlich alleine. Aber die Bombe tickt eh schon zu schnell. Das sollten sie nicht mehr diffusen können. Nee, gehen schon wieder weg. Vielleicht kriegen sie nochmal ein paar Waffen in die Hand. Six hat eine AK bekommen. Wird aber von der Bombe zerlegt. Und Happy geht jetzt, nachdem die Bombe hochgegangen ist, wieder zurück zum Spot. Kriegt aber auch nichts. Also 9 zu 8, aber yo. Das endete in meinem 1 gegen 2 für Envy. Zum Glück wurde die Bombe auch schon so früh gelegt von Godsend, dass sie dann hochgegangen ist. Das geht besser. Auf jeden Fall. Envy einfach gehabt stark in diesen Safe Rounds oder Force Buy Rounds. Das ist was,
dass sie irgendwie nie verloren haben, auch wenn ein komplett anderes Lineup mittlerweile bei ihnen spielt. Die Herzstücke sind natürlich noch dabei. RPK und Scream und Happy. Happy hört jetzt auch ganz viele Leute, steht zwischen den Zügen. Der A-Spot wurde angegriffen, es geht aber im Pop-Dog heiß her. Dennis kriegt 2 Kills, das war sehr wichtig. 3 gegen 2, also Bombe nicht gelegt, aber die Kills bekommen. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Und das 10 zu 8 für Godsend. Unerwartet knapp war die zweite Runde der Halbzeit. Da kann Envy da nochmal drauf aufbauen. Also ich gehe mal davon aus, dass Envy irgendwann im Verlauf dieser Halbzeit nochmal saven muss. Und dann können sie vielleicht nochmal damit arbeiten, dass die zweite Runde so knapp war. Einfach nochmal so ein Überraschungsmove. Doppel-AWP bei den Franzosen. Envy hat kein Armor. Sixer auf der anderen Seite schon. Und sie haben auch noch 2 Rifler dabei. Auf dem A-Spot. Happy ist mittlerweile rotiert und spielt Headshot-Schräge. Oder Headshot-Trommel. Auf den A-Spot zu gehen. Aber da ist Scream mit der M4 ein kleines bisschen besseres Aim gehabt als Dennis, der gar nichts getroffen hat. Und schaut euch an, wo Schneider jetzt schon ist. Der lurkt a la Happy mitten in den A-Spot rein. Manchmal ist der offensichtlichste Weg der am wenigsten erwartete. Und er sieht gleich Scream. Das muss ein Easy Frag sein, ja. Schneider mit dem 4 gegen 4. XMS überrascht seine Teammates. Schneider schaut nochmal rein. Disco Doppeln hat es aber unter Kontrolle. Jetzt kommt die Bombe auf den A-Spot. Kistengang ist auch schon genommen worden von Godsend. Die verbleibenden CTs werden es nicht leicht haben zu retaken. Happy verschießt einmal gegen Freddy B. Aber der hat auch keinen Bock, gegen die AWP nochmal rein zu pieken. Sixer steht am Spot. Oh, der war so wichtig gegen Schneider. 25 Sekunden noch auf der Uhr und Sixer lässt es gar nicht dazu kommen. 2. Kill für ihn und die waren beide richtig knackig. 10 zu 9. Sehr schön für das Spiel, denn es bleibt spannend. Oh Gott, sind Kadaba ja nicht genug Geld, um zu kaufen. Ich hatte mich jetzt schon auf die zweite Waffenrunde gefreut. Zu sehen, wie Godsend jetzt darauf reagiert, dass Envy gleich die Doppel-AWP ausgepackt hat. Die haben nicht die Möglichkeit, das zu tun. Die müssen nochmal saven. Also 10 zu 10 und es passiert wirklich mittlerweile sehr selten, dass ein Team auf der T-Seite nach der ersten Waffenrunde schon saven muss. Disco wurde noch angeschossen, also zu allem Übel kommt dann auch noch Pech obendrauf. Dennis, wollte gerade sagen, Dennis hat eine Chance, Scream rauszunehmen. Auch im Refrag wird's nix. Oh, Scream. Zum Glück war Happy noch dabei und hat ihm geholfen. Flawless Round für Envy, das tut dem Geld gut und auch der Confidence der Franzosen. Das mit dem Map-Veto ist bei der ESL Pro League ja nicht mehr ganz so leicht. Pro Best of One, also pro Map gibt es ein Heimteam und ein Auswärtsteam. Das Heimteam wählt 3 Maps und das Auswärtsteam bannt 2 Maps. Die bannen die aber ohne zu wissen, was die anderen gepickt haben. XMS verbannt erstmal die Ts. Schön gemacht von Envy. Jeder kriegt den Kill. Auch dieser schnelle Argo von Godsend, den sie jetzt mal reingestreut haben, also ein bisschen früher benutzt als Envy, der funktioniert nicht. Und es ist gar nicht so eine schlechte Idee von Godsend, den schnellen Argo früh zu benutzen. Weil wenn der gut funktioniert, dann kannst du den einfach mal ein paar Mal hintereinander spielen und schauen, wie lange die CTs brauchen, um dich davon abzuhalten. Und dann kannst du ja immer noch deine langsamen Runden spielen. Bei Envy war das ein bisschen zu spät mit dem schnellen Go. Und sie hatten ja davor schon eine Streak. Sie hatten ja 5 Runden in Folge. Warum streuen sie dann was komplett anderes rein? Ja, ich habe schon gesagt, warum, was der Gedankengang dahinter war. Aber vielleicht zu unnötig. Zu voreilig, besser gesagt. Jetzt gibt's die nächste Waffenrunde für Envy, die jetzt in full control sind, my friend. Und Godsend mit nur Deagles. Ah, eine klassische Deko. Die haben Ehre, die Leute. Die klassische Deagle-Eco. Okay, sie wollen zusammen rumziehen.
Finde ich cool. Aber Happy ist da gar nicht mehr. Bringt ihn also nichts. Am Kistengang gibt es noch einen kleinen Fight zwischen Disco Doppel und Sixer. Ja, da bleibt Sixer lieber weg. So, das Dream Team, Schneider und Freddy B, die vorhin gegen Happy angehen wollten, gehen jetzt über den Pop-Dog auf den A-Spot und Disco Doppeln erwischt Sixer dann doch noch. Er hat nochmal Schaden gemacht an Scream, aber leider fallen seine Teammates vom Pop-Dog. Das war echt cool gedacht von Godsinn. Also, abgesehen von dem Spieler, der in der Main einfach so gefallen ist, aber Disco hat eben auf dem Kistengang Stress gemacht und seine Teammates Freddy B und Schneider wollten dann eben, wow, das ist keine gerade Linie. Vielleicht bin ich ja doch betrunken. Nein, Spaß. Bin so nüchtern. Also ich habe heute Wasser getrunken, sonst nichts. Nur mal so. Und nicht das russische Wässerchen, sondern ganz normales Leitungswasser. Sie haben eben dann diesen kleinen Mini-Zugriff auf Pop-Dog gemacht. Einfach nur, um noch weitere Kills zu bekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Oh, das hat mir weniger gut gefallen. Aber schön von Godsinn vorbereitet, diesen Frag. Das ist der B-Spot, nur noch von APK verteidigt. Der ist natürlich dafür bekannt, dass er das gut handeln kann. Und währenddessen pusht XMS schon in die A-Main rein. Das war sehr schlecht für Godsinn, denn dadurch haben sie die Bombe verloren. APK steht immer noch auf B, erwartet da einen Move. Jetzt igeln sich Envias einfach nur ein. Interessant wird, was Freddy... Oh, der hört XMS natürlich. Sixer hält sich selbst am Leben gegen Disco Doppel und Freddy B. Mit dem Ende gegen XMS, aber Scream ist dann noch da für den Refrag. Sixer kommt jetzt vom Kistengang dazu und Scream kann sich um Armain und Pop-Dog kümmern. Die Runde verläuft wohl im Sand für Godsinn. Dennis ist auf 22 HP und ein Schneider könnte nochmal reinlurken. 3 gegen 2 ist nie unmöglich zu gewinnen, wenn es ist einfach, es gibt so viele Löcher, die du reingehen kannst. Schneider ist schon sehr tief zwischen den Zügen. Muss gar nicht in Aktion treten, denn Dennis deckt ihn. APK will rotieren. Das ist mittlerweile jetzt auch höchst notwendig. Schneider und Dennis picken schnell die Bombe, wollen zurück auf den A-Spot. Jetzt steht APK schon da. Sixer rotiert über den T-Spawn, über die T-Alleyway, rüber Richtung A-Main. Oh, APK bleibt einfach nur noch am Leben. Aber er handelt das doch sehr gut. Vielleicht ein bisschen risky, den zweiten Fight so gierig anzunehmen gegen Schneider. Aber es hat gepasst. APK gewinnt die Runde damit auch. 13 zu 10 für Envy. Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Save Round für Godsinn, aber die haben keinen Bock zu saven. Schneider, full buy. Das ist wie im Matchmaking. Oder sonst irgendwo. Egal wann, es passiert immer wieder. Es passiert auch Pro-Teams. Einer hat genug Geld, um zu kaufen, also Schneider kann er vernünftig kaufen, geht davon aus, dass seine Teammates auch genug Kohle haben und auch Bock haben und kauft einfach schon und dann kommt der Call, hey Leute, wir wollten eigentlich saven. Ja, dedöd. Zonk von Schneider. Hat nur 700. Ja, der Loser-Bonus sollte ihm trotzdem erlauben, nächste Runde fast das gleiche nochmal nachzulegen. Mal sehen, vielleicht muss er gar nicht, weil sie die Runde gewinnen. APK und Happy stehen aber mehr oder weniger perfekt da. APK flasht da rum. Happy zieht sich zurück. Oh, aber Twist hat einen schönen Headshot. Und dann den Follow-up-Bodyshot gegen APK gemacht. Dennis ist schon reingepusht. Die machen das genauso wie Envias, genauso wie man es machen soll. So tief wie möglich reinzupushen. Dennis ist da ein Dorn am Auge. Nochmal close gegen Happy. 3 gegen 2. Oh, Dennis verschießt einmal. Diese Gelegenheit hätte er nutzen müssen. 2 gegen 1 jetzt. Dank Freddy B, der vom Bombspot nochmal einen Kill macht. Und Scream ist alleine. Oh, Schneider ist ein Free Frag. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, wo Scream da langkommt. Molly ist keiner da. Es könnte doch glatt ein spannendes Finale werden. Oh, Scream, er vermutet ihn unten. Er ist aber oben. Freddy, kleine Probleme am Spray. Aber am Ende zählt, dass er den Kill macht. Aber kann er nicht saven. Aber trotzdem gewinnt die Runde. Und das ist der Schlüsselfaktor für sie. Ja, der Force Buy hat sich offensichtlich ausgezahlt. Aber es waren die Pistes, die die Arbeit erledigt haben. Und die CZ.
erste Contact schon im Kistengang, glaube ich. Nee, das war nicht am Kistengang. Das war einfach nur ein Spray durch die Wand da. Screams Crosshair kommt mir heute wirklich ein bisschen zu twitchy vor. Aber es ist ja in Mykonos. Envy spielt von der Trauminsel. Die spielen ja ab morgen das Turnier, wo Mousesports da ist. Und das ist die ESG-Tour Mykonos. Richtig geile Hotels. Schaut auf jeden Fall auf Twitter. So geile Pools, Mann. So eine geile Aussicht. Und ich hatte es als Vorteil für Envy interpretiert, weil sie ja zu fünf da sind. Die sind zu fünf in einem Raum. Gott sind, glaube ich, nicht. Außer sie sind im Bootcamp. Im Moment kann Envy nicht ganz ummünzen, dass sie sich gegenseitig auf den Bildschirm schauen können, miteinander direkt reden können. Godsend ist immer noch im Spiel. Jetzt ist Dennis gerade runter, als APK hochgeht. Das wird höchstwahrscheinlich tödlich enden für Dennis. Oder auch nicht. APK hat offensichtlich gecallt, ich habe Popdog unter Kontrolle und Sixer wusste gar nicht, dass da schon einer durch ist. Jetzt ist APK aber da, nach dem Refrag wurde Dennis eh eliminiert und das ist gar nicht so schlimm. Denn ein 3 gegen 3 sollte Envy es nicht schlecht halten können. 2 gegen 3 wird schon schwerer. APK kommt überraschenderweise über Popdog hinterher, macht den Triple Kill. APK, der Tank himself, schreit und sprayt wie Arnold Schwarzenegger in Rambo. Arnold Schwarzenegger in Rambo, das wäre eigentlich geil gewesen, aber es war nicht Arnold Schwarzenegger, es war Sylvester Stallone. 14 zu 11 für Envy, drei Runden und nicht Stunden Abstand. Was ist denn heute los mit den Versprechern, Alter? 3 Runden Abstand auf der CT-Seite und Godsend mit dem Rücken an der Wand, kaufen komplett runter, AK für Schneider, der Rest mit ein paar Pistes, nicht viel Equipment. APK spottet, kriegt einen Anschuss, super wirft den Molly, zieht sich zurück. XMS steht da zusammen mit Screen, der leider Nackenstarre vom nach oben schauen kriegt. Ja, definitiv Nackenstarre. Und bei Godsend wird das anderes dramm, denn sie kriegen langsam Kontrolle über die Runde. Das ist nicht verkehrt für sie. Ziehen sich nochmal zurück. So früh einen First Frag zu bekommen, nicht verkehrt. Sie wissen auch, dass APK als B-Spieler schon gehittet wurde. Und das macht für die Deagle und die Tech 9 definitiv einen Unterschied. Auch das M4 in den Händen von Dennis wird mehr Impact haben, dadurch, dass APK angeschossen ist. Einfach wegen dem One-Shot-Headshot. Kleiner Trost für XMS, dass er wenigstens Popdog noch unter Kontrolle hält. Und er nicht ganz so langsam nach unten zieht wie Scream. Jetzt wissen die T's aber auch, dass da einer drin ist. Sie mollen ihn ab. Der nächste in der Reihe ist Sixer, der angegriffen wird. Der fällt ohne irgendwas zu tun. Happy ist am Bombstone mit der AWP. Schwere Aufgabe. Löst er gar nicht. Wird sofort von Freddy B. umgeschossen. APK wieder vom Popdog. Double Kill. Nein. Leider nicht. Für ihn zumindest leider nicht. Zum Glück für Godsend nicht. Und irgendwie auch zum Glück für uns. Denn so bleibt die Map spannend und offen. Freddy B. Der begeistert mich gerade wirklich. 21 Kills. Bei Dennis auch. Also wenn du mit Dennis mithalten kannst, dann hast du deinen Platz schon verdient. 27 bei XMS, der weitestgehend unter dem Radar fliegt, aber jede Runde so seinen Job macht und sich langsam aber sicher hochgearbeitet hat. Das war, glaube ich, auch hauptsächlich auf der T-Seite, wo er so viele Kills gemacht hat. Da war er immer wieder einer der Schlüsselfaktoren auf dem B-Spot auch. Jetzt gibt es den aggressiven Push um die Ecke. Schneider ist schon down. Dennis denkt sich, ja gut, Popdog wird also wahrscheinlich gleich von den CTs eingenommen, von hinten. Und Happy weiß, Popdog ist safe. Wenn er jetzt noch Main irgendwie ein bisschen Infos sammeln könnte, könnten seine Teammates mit ihm zusammen ein kleines Kreuzfeuer aufstellen. Die rotieren alle über die Grundlinie zum Kistengang. Sehr schön von Scream. Diesmal macht das besser als vorhin im Popdog. Sixer pusht durch die Smoke. Erwartet wird er von Disco Doppeln. Aber APK überrascht mal wieder. 2 Kills von ihm. 1 gegen 1 dank Twist, der den Refrag macht gegen XMS. Aber die Bombe liegt am Boden. Und Twist weiß, dass er gegen eine CZ spielt. Also P250 gegen CZ.
APK hat noch 18 Schuss. Sollte reichen für ein One-on-One. 40 Sekunden auf der Uhr. Twist nimmt sich nochmal Zeit. Hat einen kleinen Range-Vorteil. Und APK ist so paranoid, wie man werden kann. Das Timing ist so real. APK kriegt ihn for free. Mann, das war unglücklich für Twist. 15 zu 12. Envy gewinnt ihre upgraded Pistol Round. Mann, war das ätzend für Godsen. Die konnten da nicht viel dagegen tun. Es war schön gecountert von Envy. Einfach hier schnell rein. Schneider fällt sofort. Einer bleibt am Popdog. Das war APK. Der Rest... Ups, bin ich vielleicht ein bisschen zu weit. Der Rest geht wieder rum. Endet dann hier im Kistengang, wo Scream nochmal einen guten Kill macht. Sie einfach reintraden ohne Ende. Und im Clutch gewinnt APK gegen Twist. Was für eine Partie von APK. Er ist wirklich immer wieder überraschenderweise irgendwo aufgetaucht, wo ihn die Ts gar nicht erwartet hätten. Wer steht da auf Dennis? Schneider. Twist hält ihnen den Rücken frei. Oder? Das ist die Frage. Ja, tut er. Gut gemacht. Leider wartet er noch im Popdog auf das Signal. Das ist ein ziemlich wilder Buy von Godsend in der letzten, vielleicht letzten Runde. Lala, du, da willst du auf keinen Fall springen, Mann. Freddy B. mit der Diege als Support für Dennis von der Seite reingekommen. Jetzt muss er aber auch einen Kill machen. Der raced ganz durch die Züge. Da müssen die CTs auf ihre Flanke aufpassen. Screen kann sich nicht mehr nach vorne konzentrieren. Wird von Disco Doppeln rausgeholt. 2 gegen 3. Beide Spieler bei Envy mit AWP. Nicht die beste Waffe, aber Sixer schafft es doch irgendwie. Und Happy ist super, super schnell gegen Disco Doppeln am Abzug. 1 gegen 1. Twist rotiert auf B. Sixer rennt ihm hinterher, so schnell es geht. Vielleicht kann er ihn sogar noch am Plant hindern. Nee, aber Sixer ist sehr schnell da. Das ist ein Problem für Twist. Der kommt eventuell nicht weit genug weg. Sixer denkt, er ist am Ölzug. Aber Twist hat es doch noch hintergeschafft. Und jetzt... Oh nee, er kann nicht ninjern. Er hat kein Kit. 10 Sekunden Defuse. Sixer ist auf der Suche nach dem Kill. Jetzt sieht man gleich sein Barrel rausstehen und Twist hat natürlich keine Probleme, diesen Kill einzusammeln. Godsend gewinnt ihre 13. Runde und damit muss Envy wieder saven. Es bleibt super close in diesem Matchup. Schaut euch die letzten Runden an. Es geht einfach nur noch hin und her. Und jede dieser Runden war stark umkämpft, beziehungsweise war eine Eco oder ein Pistol Force Buy. Einfach geil, was die beiden Teams hier bringen. Disco und Freddy an der... Ja, am T-Spawn. Sixer kriegt einen Kill mit der USP gegen Dennis. Alter, das ist schon wieder richtig heftig. Envy kannst du mit den Pistols niemals überschätzen. Weil du musst sie überschätzen. Du kannst nicht zu viel erwarten von Envy. Also sobald die Pistols in der Hand haben, denke ich, ja okay, die Runde gewinnen die auf jeden Fall. Wenn sie es nicht gewinnen, dann ist es eine Überraschung. So in der Art. Wow, XMS zeigt genau, was ich meine. Aber Happy fällt im Kistengang. Und jetzt muss Godsend nochmal komplett aufbauen. Die wissen genau, dass Envy sich in irgendwelche Löcher verkriecht. Wie die Vietcong im Vietnamkrieg. Scream, perfektes Timing. Schaut nur mit dem Kopf raus aus der Leiter. Und XMS lurkt durch die Smoke. Dreh dich um! Ja, da stehen sie alle. Eine nur. Oh, da ist der zweite. 1 gegen 2. Schneider ist im Spot. XMS! Was geht mit dir, Junge? 4 Kills in der Eco. Es fing an mit einer USP. Und dann ging es einfach weiter. XMS mit einer P250 und Sixer mit einer CZ. Aber sie hatten kein Armor. Sie hatten kein Recht, diese Runde zu gewinnen. Alter Verwalter, was ist hier los bei Envy? Die sind mit den Pistols wirklich stärker als mit Waffen, Mann. Godsend beißt sich in die Rückseite. Das